Der Nissan GT-R hat ein Facelift bekommen. Hier steht er. Ein bisschen scharfkantiger ist er geworden. Die Front ist neu. Wir haben einen neuen Grill mit so relativ eckigen Aussparungen. Aber er ist sehr fokussiert von der Optik her. Hat hier an der Seite solche Sicken, die erinnern an das Concept Car des nächsten GT-R, an den Vision Gran Turismo. Insgesamt ein bisschen eckiger, ein bisschen schärfer und er hat so ein bisschen dieses plumpe Design verloren. Ich finde, er hat gewonnen. Herzlich willkommen im Cockpit. Hier hat sich einiges geändert. Der Bildschirm ist größer geworden. Die Mittelkonsole wurde ein bisschen umgestaltet. Hier oben dieser fette Lüftungsauslass, der ist jetzt raus. Das sieht ein bisschen aufgeräumter aus. Alles ist mit Leder bezogen. Das fühlt sich echt gut an. Das ist dickes Leder. Auch am Lenkrad schmeichelt den Händen richtig. Zum Lenkrad ist noch zu sagen, das Design wurde geändert. Ist jetzt ein bisschen moderner, wie ich finde. Immer noch relativ viele Knöpfe. Aber trotzdem großer Fortschritt im Gegensatz zum Vorgänger. Hier auf der Mittelkonsole haben wir die Bedieneinheit für das Infotainment. Auch das hat Nissan umgestaltet. Ein bisschen größere Symbole, soll ein bisschen einfacher zu bedienen sein. Also man sieht, hier drin hat sich einiges getan. Also die Entwickler und die Designer haben sehr, sehr viel Arbeit in das Facelift vom GT-R gelegt. Das sieht man auf den ersten Blick jetzt gar nicht so. Trotzdem, technisch, Getriebe wurde überarbeitet, 20 PS mehr, der hat jetzt 570 PS. Dann wurde das Fahrwerk noch weiter perfektioniert, sodass er jetzt ein bisschen sportlicher noch sein soll. Zusätzlich haben sie also an der Karosserie sehr viel geändert, aber alles im Detail, also so, dass man es nicht auf den ersten Blick sieht. Rund um die Rückleuchten ist so eine kleine erhabene Lippe zum Beispiel. Also es ist, steckt sehr viel Feinarbeit in dem gelifteten GT-R. Ab Sommer 2016 kommt er nach Deutschland. Bei den Preisen will Nissan noch nichts verraten. Wir gehen davon aus, dass er knapp unter der 100.000-Euro-Schwelle bleiben dürfte. Und wer das übrig hat, der kann ihn ab April bestellen.